Hey Leute, willkommen zur zweiten Folge KOTOR für diese Woche. Also genau genommen quasi für letzte Woche, weil die Folgen leicht zu spät kommen. Schuld ist nur Fire Emblem. So, machen wir weiter mit KOTOR. Knights of the Old Republic. Ich kann mich irgendwie nicht mehr bewegen, jetzt geht's wieder. So, jetzt passt mal auf, hier waren irgendwelche Tests auf diesem Terminal. Zugriff auf das Trainingsraum. Zugriff auf Trainingsraum. Ach so, schriftliche Prüfung Teil 1, Test starten. Genau. Welcher der folgenden Sith Lords ist nicht auf Korriban begraben? Naga Sado ist begraben, auf jeden Fall. Yatuna Pal, weiß ich jetzt nicht genau. Makaragnos, Nathort, ich habe keine Ahnung. Ich bin mir nur bei Sado sicher und ansonsten könnte... Ich sag mal, es ist Hort. Zweite Frage. Einige Sith Lords haben die Begräbnisriten auf Makaragnos abgehalten. Das Ritual erfordert, dass alle anwesenden Sith Lords sich gleichermaßen im Kreis verteilen. Ludo Kress stand an der begehrten sechsten Stelle und leitete das Ritual. Simus stand ihm gegenüber an der 16. Stelle. Wie viele Sith-Lords nahmen am Ritual teil? Das ist ja eine reine Mathefrage und überhaupt keine Sith-Kulturfrage. Wenn der an der sechsten Stelle, ich muss mir das kurz bildlich vorstellen, ist der Anführer. Und der an der 16. Stelle steht dem gegenüber. Das heißt, dem an der ersten Stelle steht der an der 10. Stelle gegenüber. Genau gegenüber 10. Von 1 bis 10. Dann müssten es eigentlich 19 sein, oder? 2, 16, 18, 20, 21, 29, 32. Na, okay. Dann sind es wahrscheinlich 20. Oder 2. Theoretisch ist alles richtig, wenn die Positionen einfach nur komisch benannt sind. Vielleicht stehen da nur 2 Leute. Der eine steht auf der Position 6, der andere auf der Position 16. Aber es gibt keine anderen Positionen. Das ist möglich, theoretisch. Welche der folgenden Kreaturen ist als Haustier eines Sith-Meisters am wenigsten geeignet? Ein Hissis. Ich habe keine Ahnung. Welche der folgenden Aussagen ist kein Paradoxon? Der Schüler lehrt seinen Meister, der wiederum den Schüler lehrt. Das geht. Ich lüge immer. Das geht nicht, weil sonst würde er ja jetzt auch lügen. Diese Aussage ist falsch. Ja, das kann schon sein. Aber dann ist sie richtig. Um mächtig zu sein, braucht man eine Armee. Um eine Armee zu haben, muss man mächtig sein. Ja. Das ist jetzt, finde ich, nicht so richtig ein Paradoxon, weil man kann ja mit ein bisschen Macht anfangen und eine kleine Armee haben und dann kriegt man dadurch ein bisschen mehr Macht und dann wächst die Armee. Die beiden Aussagen, die sind mit sich selbst nicht vereinbar. Das eigentlich schon irgendwie. Ist nein die Antwort auf diese Frage? Ja. Na gut, dann ist offensichtlich die erste nicht paradox. Der Weg zum Zerbersten der Ketten ist Leidenschaft, Stärke, Macht, Sieg. Stärke, Leidenschaft, Sieg, Macht, Stärke, Leidenschaft. Okay, der Sieg kommt wahrscheinlich nicht an erster Stelle, das wäre komisch. Wahrscheinlich kommt der Sieg als letztes. Oder kommt Macht als letztes? Macht, Sieg, nee. Leidenschaft, Stärke, Macht, Sieg. Das klingt gut. Das klingt richtig. Prüfungsergebnis 2 von 5 Fragen. Ach, wahrscheinlich die letzten 2. Ich versuch's nochmal. Einmal will ich noch. Sagen wir mal, hier war es dann nicht Hort, sondern Pal. Und dann sage ich mal, hier sind es in Wirklichkeit nur 18. Und hier bleibe ich mal beim Hiss. Und hier bleibe ich beim ersten. Und hier auch. Es ist nur noch 1 von 5 richtig. Damn it. Vielleicht war Hort. Ich muss mal schauen, ob Hort richtig war. Ich nehme jetzt überall anders mal
Wobei beim Hiss-Hiss weiß ich es auch nicht. Ich nehme überall anders mal offensichtlich falsche Sachen. Also hier weiß ich es auch nicht sicher. Dann bleibe ich hier auch mal beim gleichen. Jetzt sind 2 von 5 richtig. Ach, dammit. Okay, warte mal. Moment, wen habe ich jetzt genommen? Pall, oder? Pall 2. Dann nehme ich hier mal den da. Aber ansonsten mache ich alles wie vorher. Aha. Okay, ich glaube, dann weiß ich jetzt was. Wartet mal. Test starten. Dann ist wahrscheinlich Pall richtig. Hier gehe ich jetzt mal auf 22. Keine Ahnung. Hier mache ich mal den Schürak. Hier das. Und ob das stimmt, weiß ich auch nicht sicher. Das könnte schon noch sein, dass das stimmt. 1 von 5. Nee, dann habe ich keinen Bock mehr. So, weiter geht's. Da müsste ich jetzt irgendwie eine Liste machen. Oder stimmt das mit den paradoxen Fragen nicht? Ich muss jetzt doch nochmal kurz nachschauen. Weil eigentlich sollte die erste nicht paradox sein, aber auch die mit der Macht und dem Militär ist eigentlich nicht so paradox, finde ich. Vielleicht stimmt auch, dass wirklich nur 2 mitnehmen. Mit teilnehmen. Ich weiß es nicht. Der erste steht dem 11. gegenüber, nicht dem 10. Dann müssten es 21 sein. Ja, und das mit dem, das weiß ich nicht. Aber hier, der Schüler lehrt seinen Lehrer, der wiederum den Schüler lehrt. Das ist doch nicht paradox, das ist doch kein Paradoxon. Das ist doch logisch. Das ist ein Paradoxon, das ist ein Paradoxon, das ist ein Paradoxon. Und um mächtig zu sein, braucht man eine Armee. Um eine Armee zu haben, muss man mächtig sein. Ja, am ehesten, dann ist das aber kein Paradoxon. Aber dann ist hier das erste falsch. Dann mache ich mal das zweite. 0 von 5 richtig! Okay, das finde ich jetzt aber echt interessant. Das finde ich jetzt aber echt interessant. Wenn der erste dem 11. gegenübersteht, dann steht immer 10 zwischen den beiden. Oder? Na gut, wenn immer 10 dazwischen stehen würden, dann wären es ja 22. Wenn der erste dem 11. gegenübersteht, dann ist er der zweite, der dritte, der vierte, der fünfte, der sechste, der siebte, der achte, der neunte. Und der 10. Dann stehen da 9. 18, 2, dann sind es 20 wieder. Und das ist nicht die... Das ist ein Paradoxon laut dem Spiel. Finde ich ehrlich gesagt gar nicht. Der Schüler lehrt seinen Meister, der wiederum den Schüler lehrt. Warum sollen die sich denn nicht gegenseitig lehren können? Warum denn nicht? Das macht doch voll Sinn. Verstehe ich nicht. Ist nein die Antwort auf diese Frage? Nein. Das ist theoretisch auch nicht paradox. Warum soll das paradox sein? Eine von 5 richtig. Nee. Also das wird diesem Paradoxon-Rätsel, das stelle ich in Frage. Das stelle ich hiermit öffentlich an den Pranger. Ich möchte sofort mit dem Entwickler reden, was der sich dabei gedacht hat. Das sehe ich ganz anders. Das weiß ich wirklich nicht, warum die erste Antwort paradox sein soll. Warum soll denn das paradox sein, dass Lehrer und Schüler voneinander lernen können? Wo ist denn das paradox? In welchem Universum ist das paradox? Vielleicht im Star Wars-Universum. Wie gefällt euch das? Der Harald hat mir gesagt, wo mein Auto steht, und ich habe dem Harald gesagt, wo sein Auto steht. Nach der Logik wäre der Satz jetzt gerade auch paradox. Aber das stimmt halt. Also es kann halt sein. Es stimmt nicht, ich habe dem Harald nicht gesagt, wo sein Auto steht, aber es könnte sein. Yeah! Optimale Präzisionsrate erreicht.
Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Kann ich die Schlösser auch knacken? Da müsste ich nicht dauernd Charakter wechseln. Das war zwar die Der-Kampf-ist-beendet-Musik, die ein bisschen verspätet gekommen ist, hat aber auch perfekt zum Kistenöffnen gepasst. Vorurteil auf Maximum. Hinweis an neue Schüler. Da nicht viele Sith-Meister zugegen sind, wurde das Training automatisiert. Um das Trainingssystem zu benutzen, gehen Sie in den nächsten Schulterminal, neue Recruit-ID. Muss ich das wirklich machen? Wenn du Schwierigkeiten hast, musst du sie selbst lösen. Schüler, die zu schwach sind, haben hier nichts zu suchen. Na gut, ich gehe jetzt an den fucking Terminal und dann lösen wir jetzt das Rätsel richtig. Dann machen wir jetzt die erste Stufe richtig. Mir ist das jetzt zu blöd. Ich mache das jetzt einfach. Ich brauche schnell Zettel und Stift. Mist, das ist kein Stift, das ist ein Kabel. Das sieht echt aus wie ein Kugelschreiber. Es ist ein bisschen dunkel hier. Okay. Und jetzt passt auf. Prüfung, Test starten. 1, 1, 1, 1, 1. 1 richtig. Schade. Mir wäre es lieber gewesen, wenn nicht 1 richtig gewesen wäre, aber gut. Dann nehmen wir jetzt mal 1, 2, 2, 2, 2. Eine richtig. Ach was, guck einer an. Na gut, das muss jetzt leider nichts heißen, ne? Könnte aber heißen. Nee, warte mal, aber das kann irgendwie nicht stimmen. Weil ich weiß, dass der hier begraben ist. Verdammt, dann muss ich nochmal 2, 2, 2, 2, 2 testen. Eine von 5 richtig. Okay. Das heißt, ich kann bei der ersten Frage die ersten 2 Antworten schon mal ausschließen. Dann nehmen wir mal 3, 1, 1, 1, 1. Eine richtig. Und jetzt nehmen wir 4. 1, 1, 1, 1. 2 richtig, da haben wir es. Okay, cool. Das heißt, die erste Antwort ist schon mal 4. So. 4. Zwei. 1, 1, 1. 2 richtig. 4, 3. 1, 1, 1. 2 richtig. 4, 3, 1, 1, 1. Okay. 4, 4, 1, 1, 1. Da, da war's. Okay. Also ist 4, 20. 20 ist hier doch richtig. Okay. Also 4, 4. Und jetzt nehmen wir mal 2, 1, 1. 3, richtig, okay. 4, 4, 3, 1, 1. 4, 4, 4, 1, 1. Ha, schon langsam erkenne ich hier einen Zyklus. Ah, jetzt wurde hier, wir haben es schon geschafft. Verdammt, das ärgert mich jetzt aber fast. Weil erstens, woher kommt jetzt der Sith-Killer? Aber wisst ihr, was mich jetzt echt daran ärgert? Dass jetzt diese Frage mit dem Paradoxon... Ich wollte eigentlich die richtige Antwort für das Paradoxon lösen. Aber jetzt kann ich nicht mehr sicher sagen, welches die richtige war. Naja, werden wir wohl nie erfahren. Auf jeden Fall ist es, finde ich, falsch einfach. Würde ich ganz klar sagen, dass die Frage einfach falsch gestellt ist. Ich würde dem Autoren hier vorwerfen, dass die nicht durchdacht war. Weil die erste Antwort schließt sich definitiv nicht aus. Ich finde auch die vierte schließt sich nicht aus, aber die erste bestimmt nicht. Und die anderen drei hätte ich gern nochmal gelesen. Aber die weiß ich jetzt nicht mehr. Aber die anderen drei waren ja eigentlich so ganz typische Klischee-Paradoxon-Sachen, ne? Wie gefällt euch das? Ja! Wie gefällt euch das?
So, irgendwo hat sich jetzt ein Raum geöffnet. Ich weiß zwar nicht wo, aber wir schauen uns jetzt einfach noch weiter ein bisschen um hier und erkunden alles. Alles erkunden ist immer gut. Hey, Jedi-Kerle. Hallo. Na also. Schalte um auf Kampfmodus. Diese Sith-Killer hier sind zum Beispiel, schätze ich mal, wahrscheinlich... Gehen wir! ...einfach normale Menschen. Keine Machtempfänglichen, keine dunklen Jedi, keine Lords, sondern nur Personen mit Stöcken. Und Personen mit Stöcken zu sagen, dass jetzt mal die Jedis umbringen sollen, die hier rumlaufen, ist einfach eine scheiß Idee. Einen schwer bewaffneten Kampfroboter wie HK mit Stöcken zu attackieren, ist schon eine blöde Idee. Aber dann noch zwei Jedis. Das kann doch nicht gut gehen. Da können die noch so coole Stöcke haben, die Leute. So. Moment, jetzt bin ich ein bisschen leicht verwirrt. HK anscheinend auch. Jupp, die sind sehr verwirrt. Die sind so verwirrt, dass sie spontane Teleportationskräfte entwickelt haben. Dies sind die Aufzeichnungen eines Twi'lek-Schatzsuchers. Der letzte Eintrag ist interessant. Ayukai denkt, dass ich Zeit verschwende, aber ich werde hinter diese verdammte Tür kommen, selbst wenn ich sie mit Thoriumladungen in Stücke sprengen muss. Wir wollen hier Holocron besorgen. Holokrone. Und ich werde nicht der Einzige sein, der mit leeren Händen nach Hause kommt. Hä? Diese Sith-Killer. Ich erledige das. Optimale Präzisionsrate erreicht. Bringen wir es hinter uns. Na komm. Oh. Unser Weichei-Jedi ist gerade wieder am Sterben. Ich wusste es doch. Der ist immer der Erste, der stirbt. Ja! Optimale Präzisionsrate erreicht. Yeah. Level up. Wisst ihr was? I don't care anymore. Auch wenn er mir jetzt Punkte zum Schleichen hinzufügt. Für mich ist der Charakter, wie schon gesagt, im Grunde ausgelevelt. An der Tür hat jemand ganze Arbeit geleistet. Verstärkt und zugeschweißt. Da kommen wir nicht durch. So viel steht fest. Bemerkung. Wir haben nicht genug Feuerkraft, um den Raum hinter dieser Tür zu betreten. Von der Tür abwenden. Na gut, da kommen wir momentan nicht rein. Verschweißt. Nee, was hat er gesagt? Verstärkt und zugeschweißt nochmal. Da kommen wir nicht rein. Aber irgendwo anders kommen wir jetzt vielleicht rein. Moment, ich muss nochmal gucken. War ich hier schon drin? Bibliothek? Nee. Warum ist denn die schon aufgedeckt? Da war ich, glaube ich, noch gar nicht. Die habe ich doch gerade erst geöffnet durch den Terminal, oder? Hallo, Sith-Killer. Ah, schalte um auf Kampfmodus. Tschüss, Sith-Killer. Ah, warte mal, abmelden. Du da? Gehen wir!
Okay. Fila. Holy shit, meine Katzen machen gerade echt laute Geräusche. Ich bin gespannt, was alles kaputt ist, wenn ich mit der Folge fertig bin. Reparieren wir mal alle Systeme und leiten die Sekundärpuffer um. Erfolg! Lade Daten aus dem Sekundärpuffer. Sith Academy Bibliotheksterminal. Geschichte der Sith. Fila. Holocrons. Holocron Nachricht folgt. Die Akademie verfügt über eine große Sammlung von Sith-Holocrons. Einfache Holocrons, die verschiedene geschichtliche und trainingsbezogene Daten enthalten, sind für die Studenten in der Bibliothek seit kurzem zugänglich. Nachricht Ende. Flora und Fauna. Fila. Der Sith-Kodex. Frieden ist eine Lüge. Es gibt nur Leidenschaft. Durch Leidenschaft erhält man Stärke. Durch Stärke erlangt man Macht. Durch Macht erlangt man Sieg. Durch Sieg zerbersten meine Ketten. Nachricht Ende. Mir ist Frieden lieber als Sieg. Wenn ich mich entscheiden müsste, Sieg oder Frieden, ich nehme den Frieden. Tschüss. Deswegen bin ich kein Sith Lord. Sonst schon. Aber deswegen nicht. Vor Gebrauch schütteln. Was? Lesen. Nutzen Sie... Sprengstoffladungen für die Tür. Durch die blockierte Tür. Dieses Gebäude ist sehr alt und instabil. Wenn es einstürzt, könnten die hier gelagerten Artefakte beschädigt oder zerstört werden. Na, dann machen wir das. Stimmt's? Ein Kinderspiel. Eben. Sehe ich auch so. Okay, wir haben den Sprengstoff gefunden, den wir brauchen, um da hinten weiterzukommen. Ach, jetzt bin ich fast versucht, dass wir einfach weitergehen, weil ehrlich gesagt glaube ich nicht, dass wir hier noch irgendwas großartig Spannendes finden. Wir haben jetzt alle Begleiter. Unser Equipment werde ich auch nicht mehr großartig verändern. Hier ist irgendwie Giftgas und so. Ich bin gar nicht mehr so auf Erforschen ausgelegt, aber irgendwie will ich trotzdem nicht einfach so jetzt gehen. Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Ja. Optimale Präzisionsrate erreicht. Bam. Wir sind hier leider echt ein bisschen zu viel Kämpfe. Mir gehen die Kämpfe schon langsam auf die Nerven. Immer das Gleiche. Alle paar Meter stehen da plötzlich eine Handvoll Sith-Killer, die man haut. Oder es sind Ziegenhunde. Schon langsam bräuchte ich das gar nicht mehr so unbedingt. Trainingsraum. Zugriff auf Systembefehle. Fila. Abmelden. Ich will gar keine Trainingssequenz starten. Da gehen nur die Käfige aus und die Tiere da kommen raus. Andererseits verhungern die ansonsten da drin. Das kann ich auch nicht machen. Erhoben Punkt Stufe 16 Trainingssequenz gestartet. Ich meine, jetzt muss ich die zwar hier im Kampf umbringen, weil die mich attackieren, weil sie einfach hungrig sind. Aber ich würde sagen, das ist immer noch besser, als in so einem kleinen Käfig verhungern lassen, oder? Das wird nicht lange dauern. Wie gefällt euch das? Yeah. Ihr wolltet es ja so. Tötungsprotokoll initialisiert. Yeah. So, Trainingssequenz. Aber warte mal, abbrechen will ich es jetzt nicht unbedingt. Ah, da ist noch einer. Tötungsprotokoll initialisiert. Ich frage mich, ob man in diesem eingefrorenen Machtzustand irgendwie noch Wahrnehmung hat oder ob das so ist, als wäre die Zeit nie passiert, wenn man
quasi. Wisst ihr, was ich meine? Training nicht bestanden, Grundzeit abgelaufen. Melden Sie sich im Arrestbereich für Disziplinarmaßnahmen. So ein Arsch. Was kann denn ich dafür? Ist das hier der Arrestbereich? Ist jetzt aufgegangen, weil ich... Vielleicht, das wäre lustig. Oh oh, die sieht aus wie eine Jedi. Bemerkung. Diese Leiche ist erst seit etwas weniger als einer Stunde tot. Oh, interessant. Meisterin Lona Wesh liegt tot vor dir. Die habe ich wahrscheinlich gesucht. Wesh war ein Mitglied des Jedi-Rates. Okay, dann ist es doch gut, dass wir uns noch umgesehen haben. Datapad, das Tagebuch von Meisterin Lona Wesh. Ich habe die Sith gefunden, die ich hier auf Korriban gesucht habe. Ich bin nicht dumm, aber ich weiß ihnen doch beinahe... Aber ich wäre ihnen doch beinahe in die Falle getappt. Ihr Anführer, Darth Sion, ist eine Entartung der dunklen Seite, wie ich sie noch nie zuvor gesehen habe. Obschon er klug genug war, mich zu fangen, kommt er mir äußerst grausam vor und muss leicht zu bezwingen sein. Er müsste leicht zu bezwingen sein. Weil er grausam ist, ist er leicht zu bezwingen. Na gut. Wenn ich einen klaren Kopf behalte, kann ich gewiss irgendwann fliehen. Vor meiner Gefangennahme konnte ich ein Systemkonto unter meinem Namen auf der Konsole in diesem Raum anlegen. So kann ich die Tür öffnen, die zurück ins Tal führt. Mach du das mal. Was ist los? Du kannst übrigens hochleveln. Du auch. Administratorzugang erforderlich. Lona Wesh. Vordertür öffnen. Ah, jetzt könnte ich wieder gehen, oder wie? Ich glaube, jetzt könnten wir auch wieder abhauen von hier. Wir haben im Grunde quasi die Jedi gefunden. Wissen, da ist nichts mehr zu holen, leider. Die kann man nicht mehr retten, will ich damit sagen. Aber wir können auch die Tür da hinten noch sprengen. Ah, Begrüßungs- oder Verabschiedungskomitee wartet da noch auf uns. Aber ich will eh noch gar nicht gehen. Das fühlt sich an wie Gift. Der dunkle Lord. Seid ihr auf der Suche nach Antworten? Es gibt keine. Der Ruf Korribans ist stark, aber es ist der Ruf der Toten. Ich habe euch studiert, bin in euch eingetaucht. Ich kenne die Wege, die ihr gegangen seid, und ich kenne euren Lehrer. Ich kenne die Feuer, die auf Duxun loderten, als die Republik um euch herum starb. Ihr kennt den Krieg und ihr kennt den Kampf. Und ich weiß von Malachor. Ihr wisst, was es heißt, gebrochen zu werden. Jene, die euch begleitet, wird euch zerstören, wie sie einst mich zerstörte. Ich kann es beenden, bevor es beginnt. Was wisst ihr über Kreia? Ich kenne sie, wie ein Schüler seinen Meister kennt. Und wie ein Meister seinen Schüler kennt. Heißt das, die waren wirklich Meister und Schüler? Was will Kreia eigentlich von mir? Sie klammert sich an die Hoffnung, dass sie jemanden ausbilden kann. Jemanden, der an ihren ersten Schüler heranreicht. Sie ist eine Närrin, die dem Tod entronnen ist. Das wird ihr kein zweites Mal gelingen. Woher kennt ihr Kreia? Ich kenne sie wie ein Schüler seinen Mann. Okay. Was wollt ihr von ihr? Ich will ihren Tod. Und ich will, dass alles, was sie geschaffen hat, vernichtet wird. Alles, was ihr lieb ist, soll ihr in Scherben zu Füßen liegen. Hm.
Ich kann jetzt nur sagen, ich lasse nicht zu, dass ihr hier wehtut. Oder, jo, okay, mach mal, ist mir eigentlich wurscht. Und ich will beides nicht sagen. Weil ich bin jetzt nicht, also ich bin jetzt nicht ihr größter Fan. Aber natürlich kann ich auch nicht zulassen, dass sie einfach ermordet wird. Ich würde gern noch weiter drüber reden. Aber wenn ihr hier seid, um zu kämpfen, dann kämpfen wir halt. Ihr seid voller Schwäche und Furcht. Ihr seid nur auf dem Papier, ihr Schüler. Ich bin der Meister. Und darum werdet ihr sterben. Ja, ja, du bist vielleicht der Jägermeister oder der Waldmeister. Aber sonst... Schauen wir mal. Wisst ihr was? In dem Spiel, normalerweise bin ich jemand, der immer sagt, ach, ignorieren wir die Minions, machen wir den Hauptgegner kaputt. Aber in dem Spiel mache ich es, glaube ich, wirklich anders. Weil hier die Hauptgegner so unglaublich viel einstecken. Dass es, glaube ich, Sinn macht, erstmal die Minions. Gefällt euch das? Macht sie fertig. Ah, ja! Wie gefällt euch das? Oh, das ging auf einmal schneller, als ich dachte. Wie gefällt euch das? Macht sich... Sire, oh. Er kann nicht besiegt werden. Er ist kein Wesen aus Fleisch und Blut. Dieser Kampf kann nicht gewonnen werden. Aber seine HP-Leiste ist schon ziemlich niedrig. Danke für die Info. Ein andermal. Aber nicht jetzt. Nicht hier, während Korriban ihn durchströmt. Ich befürchte, wir gehen doch nicht mehr hinter die gepanzerte Tür. Oh, mein Knöchel! Nichts. Ich befehle es. Sie hat es verdient. Sie und ich, wir werden uns wiedersehen. Ich glaube, da ist jemand verliebt. Und zwar ich. In Ben das Ding. Na gut, dann verlassen wir jetzt den Tempel scheinbar. Und gehen mal noch in die Höhle, in der die Macht so stark ist, in die ich aber erst gehen soll, wenn ich die Akademie erkundet habe, was ich hiermit getan habe. Also ab in die Höhle. In die Höhle der Fledermäuse. Im ersten Teil kämpft man hier drin gegen so ein Riesending. Dieses Tatapat scheint von einem Sith-Tuk-Atat-Trainer zu sein. Ich habe einige meiner erfahrensten Tuk-Ata in die Höhle geschickt, um den Shurakas den Gar auszumachen. So weit, so gut. Doch ich mache mir wegen des Eifers Sorgen, mit dem die Bestien auf die Jagd gehen. Ich muss die Tuk-Ata, die ihre Meister ignorieren, besonders hart bestrafen, bevor sie wieder in ihre alte Raubtiermentalität verfallen. Na gut, ist anscheinend nicht so gut gelaufen für den. Sein toller Plan. Ich erledige das. Auf Maximum. Ja! Wie gefällt euch das? Ja! So, los geht's. Ja! Ja! Wie gefällt euch das? Na gut, die Gegner hier sind bis jetzt sehr leicht. Warte mal, hier ist ein Weg. Oh, den habe ich gar nicht gesehen. Gehen wir erstmal den kleinen Seitenweg. Ja, das war gerade irgendwie ein komischer Grafikfehler, den wir da hatten, oder? Das habe nicht nur ich gesehen, oder? Das war komisch. Ja.
Yeah! Ja! Na kommt, mach den fertig bitte. Yeah! Ja! Macht sie fertig! Ja! Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Ja! Wie groß ist denn diese Höhle eigentlich? Überall neue Abzweigungen und Taschen voller Gegner. Na komm, wie gefällt euch das? Bestimmt dann keinen Schaden. Ja. Schalte um auf Kampfmodus. Tötungsprotokoll initialisiert. Ja. Warum habe ich denn jetzt hier die Machtwirbel plötzlich? Wie gefällt euch das? Funktionieren tut er auch nicht. Okay, ich sehe schon. Wahrscheinlich sind es quasi drei Pfade, die immer wieder miteinander verbunden sind und letztendlich zu einem Ziel führen. Nämlich einer riesigen, getarnten, flachen Kreatur. Ich erledige das. Ja! Greife an! Wie gefällt euch das? Mir würde es besser gefallen, wenn du aufhören würdest, dauernd zu fragen, wie es mir gefällt. Oder dem gefällt. Oder überhaupt irgendwem irgendwas gefällt. Niemandem gefällt irgendwas. Wie gefällt euch das? Jetzt halt die Klappe. Ja. Keiner mag Milhouse. Ihr wolltet es ja so. Ah, die kämpfen da hinten wirklich gegeneinander. Greife an! Wie kann es eigentlich sein, dass zwei Jedis ungefähr eine Viertelstunde auf zwei so Flederdinger reinhacken müssen mit ihren Laserschwertern? Man sollte meinen, das würde irgendwie schneller gehen. So einmal schneiden und dann Schluss. Sith-Leiche, Plasmagranate und irgend so ein Duellierschild. Hä? Ein Hinterhalt! Yeah! Optimale Präzisionsrate erreicht. Wie gefällt euch das? Das wird nicht lange dauern. Bringen wir es hinter uns. Optimale Präzisionsrate erreicht. Unser Freund bringt sich schon wieder um. Ja. So, ich dachte schon, das wird gar nichts mehr. Machen wir den Rest noch kaputt. Optimale Präzisionsrate erreicht. Halt, da war was. Sith-Leiche nichts. Ach so. Gehen wir mal zu dem großen, unsichtbaren Ding da hinten. Ich speichere vorher mal, aber so schlimm wird schon nicht werden. Speichern! So! Das sind zwei unsichtbare Dinger. Zwei große Echsen oder so. Isis!
die nicht gut geeignet sind als Haustiere für Sith Lords, haben wir gelernt im Test. Wie gefällt euch das? Wie gefällt euch das? Oh oh. Ob wir ihn diesmal noch retten können? Schauen wir mal, so schnell wie möglich heilen. Am besten auch du selbst dich. Gehen wir! Optimale Reduktionsrate erreicht. Cool. Da hinten ist ein dunkles Machtfeld. Die Energie, die ich durch die Höhle kommen spürte, liegt direkt vor uns. Ich glaube, ihr seid stark genug, das vor euch liegende Grab zu erforschen. Dieses Grab wurde nicht geplündert. Seine Geheimnisse könnten noch unberührt sein. Seine Fallen jedoch ebenso. Seid vorsichtig. Ich komme einfach nicht vom Fleck. Schafft ihr das auch ohne mich? Bemerkung. Dieses Grab wurde entworfen, um Lebewesen ohne Zugang zur Macht den Zutritt zu verwehren. Ihr müsst euch den Herausforderungen dieses Grabes alleine stellen. Seid ihr bereit? Aber bist du ein Lebewesen, HK? Ich bin wirklich voll der Meinung, dass jeder und alles das Bewusstsein hat, auch quasi Anspruch auf einen Respekt, auf Achtung der Lebensfreiheit hat. Aber bist du technisch gesehen Lebewesen? Weil Leben klingt so organisch, aber ist vielleicht nur die von unserer Kultur geprägte Definition in meinem Kopf. Und deswegen gehe ich jetzt einfach alleine. Es wird unheimlich. Ich habe ein bisschen Angst. The fuck? Was ist denn hier los? Schenkt den Worten des Jedi-Rats keinen Glauben. Bin ich jetzt die Republik wird untergehen, wenn wir jetzt nicht handeln. In der Vergangenheit. Die Mandalorianer haben bereits 3 Rim-Systeme eingenommen. Mit der Zeit werden sie nur noch mächtiger. Kommt! Stellt euch auf meine Seite. Wir nutzen unsere Kraft dazu, der Republik in diesen Zeiten der Not zu helfen. Schließt euch Revan an. Gemeinsam werden wir diese Bedrohung besiegen. Ist das der junge Malak? Das ist meine eigene Erinnerung, in der ich hier bin, ne? Und da steht neben uns Dingsdi mit ihrer Machtmeditation. Mir fällt ihr Name nicht ein, aus dem ersten Teil. Ich war hier schon einmal. Hier habe ich mich für die Mandalorianischen Kriege rekrutieren lassen. Der Jedi-Rat ist weise, aber er wird zu lange brauchen, diese Bedrohung zu bekämpfen. Wir müssen die Mandalorianer jetzt aufhalten. Ich habe bereits von euch gehört. Eure Meister haben nur Gutes von euch zu berichten. Schließt euch uns an. Ich habe mich euch ohne zu zögern angeschlossen, gegen den Wunsch des Rates. Der Jedi-Rat ist weise, aber auch er kann Fehler machen. Die Geschichte hat das immer wieder bewiesen. Der Rat scheint weiter zu debattieren, während die Mandalorianer ganze Systeme unterwerfen. Wenn wir jetzt nicht handeln, wird es bald keine republikanische Armee mehr geben. Ich spüre, dass ihr euch uns anschließen wollt. Was sind eure Gründe dafür? Ich musste es tun. Der Rat hat zu lange gezögert. Die Mandalorianer hätten gewonnen. Ich verrate euch meine Gründe nicht. Die Sterne des Ordens gingen da. Ich weiß nicht, was ich hier sagen soll. Ich konnte nicht tatenlos zusehen, wie so viel Unschuldige leiden. Ich glaube, so wird es mir in Wirklichkeit gehen. Also wenn ich mich in Wirklichkeit sowas anschließen würde, angeschlossen hätte, dann wahrscheinlich eher noch aus so einem Grund. Ich könnte nicht tatenlos zusehen, wie so viele Unschuldige leiden. Ein guter Grund. Jedes Zögern hätte den Untergang bedeutet.
Es gab viel Leid. Ihr musstet handeln. Es stand in unserer Macht, den Krieg zu beenden. Doch der Rat zog es vor, hinter verschlossenen Türen zu debattieren, während ganze Planeten brannten. Wir haben Ihnen nie die Gelegenheit gegeben, Ihren Plan zu offenbaren. Dem Jedi-Rat, das stimmt, vielleicht hatten die einen Plan. Vielleicht hatten die einen coolen Masterplan. Vielleicht aber auch nicht. Ich glaube, ich habe einen Fehler gemacht. Wann haben Sie sich nicht geirrt, dieser Haufen fehlgeleiteter Nahen? Ich weiß nicht, was Sie vorhatten. Aber ich hätte auf Ihre Weisheit. Ich sag mal, wir haben Ihnen keine Gelegenheit gegeben, uns Ihren Plan zu offenbaren. Ihre Weisheit verdammte Sie zur Untätigkeit. Und genau das hätte zur Vernichtung geführt. Einer Vernichtung, zu der die dunkle Seite niemals fähig gewesen wäre. Wenn Ihr also alles noch einmal tun könntet, würdet Ihr es tun? Die Mandalorianer warten am Rande des Weltalls begierig darauf, die Republik zu vernichten. Ihr wisst ja, wie das endet. Würdet ihr irgendetwas anders machen? Nun, da ihr wisst, was ihr opfern müsst, was die anderen opfern müssen? Das ist eine total schwierige Frage und Situation. Das ist eigentlich ganz cool. Nicht so schwarz-weiß, wie man das erwarten würde. Gerade von einem Star Wars-Spiel mit... Ne, weil, ich meine, Star Wars ist... Also, im Kern schwarz-weiß. Eigentlich gibt es da keine Graustufen. Zumindest nicht in den Filmen. Ich will alles noch einmal genauso machen. Erst dadurch bin ich zu dem geworden, was ich heute bin. Das ist genau das, was ich mir im wirklichen Leben immer denke. Man hat so viele Sachen, die man bereut. So vieles, so Erinnerungen, die einem nachts manchmal hochkommen, wo man sich denkt, oh, warum habe ich mich in der Situation so verhalten? Aber... Das war alles notwendig, damit man genau dahin kommt, wo man jetzt ist, damit man genau zu dem wird, der man jetzt ist. Man würde im Grunde nicht existieren, nicht das Bewusstsein, nicht die Person, wenn nicht alles genauso gelaufen wäre. Deswegen kann man eigentlich nichts bereuen. Und genauso werde ich es jetzt auch sagen, glaube ich. Obwohl ihr das Ende bereits kennt, würdet ihr wieder Revan und mir folgen? Ausgezeichnet. Und nun seid ihr allein. Würdet ihr euch mir jetzt anschließen? Ihr seid Revan und mir nicht gefolgt. Schließt euch uns an. Eure Reise ist noch nicht vorbei. Wartet. Bastilla hat sich euch nicht angeschlossen. Sie hat uns alle getadelt und sich dem Rat unterworfen. Mein Gott, der kleine Kater dreht gerade so durch, ey. Ich muss jetzt dann eh mit der Folge Schluss machen und dann bin ich echt gespannt, was alles in Trümmern liegt. Es ist echt unglaublich. Ich weiß nicht, was mit dem los ist. Seit ein paar Tagen ist er schon so. Ich bin euch damals nicht gefolgt und aber ich bin ihm doch gefolgt. Ich bin denen doch in den Krieg gefolgt, oder? Na gut, ich sag mal, Moment mal, Bastilla hat sich euch gar nicht angeschlossen. Die hat uns doch alle getadelt. Sie hat sich uns an jenem Tag nicht angeschlossen, aber schließlich hat sie unsere Sicht der Dinge verstanden. Und selbst davor hatte sie schon gewankt und sich gefragt, was wohl geschehen wäre. Es ist ein vertrauter Weg. Viele wollten euch in die Schlacht folgen und blieben dennoch zurück. Nun hassen sie euch für die Entscheidungen, die sie selbst trafen. Ich bin euch damals nicht gefolgt und werde euch auch jetzt nicht folgen. Ich stehe nicht ganz, auf was sich das bezieht. Aber letztendlich haben ja dann Revan und Malak den Jedi-Rat und die Jedi zerstört. Und da bin ich ihnen nicht gefolgt. Da war es mir dann zu krass wahrscheinlich. Vielleicht beziehe ich mich darauf, deswegen sage ich das jetzt mal. Seid ihr euch da so sicher? Wir haben immer getan, was wir für richtig hielten. Vielleicht werdet ihr denselben Weg beschreiten. Aber genug der Worte. Es wird Zeit, dass ihr die wahre Macht der dunklen Seite erkennt. Jetzt muss ich gegen die alle kämpfen, auch gegen Bastilla. Ich weiß halt jetzt nicht genau, was Lore ist, leider, weil in meiner Realität, in meinem ersten Playthrough, habe ich ja Bastilla wieder auf die gute Seite zurückgeholt und habe alle gerettet und Revan
war quasi ein für alle Mal tot, weil er zur guten Seite gewechselt ist. Aber das ist ja nicht offiziell die Geschichte. Deswegen, naja, jetzt hauen wir mal alle kaputt. Oh, Quatsch. Aber schnell heilen. Oh, oh, ich kann mich nicht schnell genug heilen, glaube ich. Ich kann mich, glaube ich, nicht schnell genug heilen. Gott sei Dank. Und jetzt schnell. Oh, Mann, ey. Shit. Ich glaube, ich brauche mal so ein Lebenserhaltungskit. Ich glaube, die sind besser geeignet. Komm, lieber noch eins. Gut. Jetzt hauen wir ihn, betäuben und weiterhauen. Ah, nee, passt schon. Okay. Das war seltsam. Ich kann mich noch nicht bewegen. Ich kann mich nicht bewegen. Das ist jetzt gerade wie im ersten Teil mit diesem Bug, dass ich mich nach Kämpfen nicht bewegen kann. Geht jetzt auch gerade nicht. Naja, Leute, dann würde ich sagen, ist das jetzt ein schöner Moment, um die Folge zu beenden für diese Woche. Es wird mysteriös. Wir schreiten auf unsere eigene Vergangenheit. Das war wahrscheinlich nicht die erste und einzige Begegnung. Aber wie ich vorher schon gesagt habe, werden mir die Kämpfe schon langsam ein bisschen lästig. Und ich würde mir fast wünschen, dass die ein Ende nehmen. Aber so war das Game Design eben früher. Da wollte man nicht, dass dem Spieler langweilig wird, deswegen dauernd Action, dauernd Kämpfe. Heute würde man sowas ruhig auch, würde man sich trauen, dass man mal so eine längere Passage einbaut, die rein narrativ ist und dadurch, finde ich, auch viel besser wirken würde. Das Ganze wäre jetzt ohne Kampf, sondern eher mit irgendeiner theatralischen Endrede von der Vision besser gewesen. Aber gut, machen wir dann für diese Woche Schluss. Ich bedanke mich natürlich wie immer herzlich bei meinen Patreons, die diese Folgen die sich gewünscht haben, ermöglichen, wollte ich schon sagen, stimmt auch, aber vor allem auch wirklich den Kanal zu einem entscheidenden Teil tragen. Und vielen Dank dafür. Ja, genau. Und wenn ihr mitentscheiden wollt, was nach Knights of the Old Republic 2 gespielt wird, könnt ihr das machen, wenn ihr Teil der Patreon- oder auch Steady-Bande werdet. Für nur einen Dollar im Monat habt ihr quasi schon volles Stimmrecht und könnt sowohl Vorschläge machen, als dann natürlich auch bei der Abstimmung mit abstimmen. Danke, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.